Moin Leute, diesmal geht's um die Scarlet Red Dragon und ich habe irgendwas im Hals. So, auf jeden Fall, Whale, sie bekommt auf dem Black Market, und zwar durch die Summer Crate, und zwar, da gibt's auch noch eine Golden Gatling dann dazu, auf jeden Fall, ihr könnt sie nicht für ein Crate kaufen, nein, man muss 15 oder 30 Crates kaufen. 5 Crates kosten 5500 ZP, 10 kosten 10.000 ZP und, Low Hacker. Au, meine Katze sticht mir in den Arsch mit ihren Nägeln, verpissen. Und 30 kosten 27.000 ZP. Jetzt geht weg. Auf jeden Fall, was mir ganz gut gefällt, ist, dass es einer der Rifles ist, die am schnellsten nachladen können. One tap. Und wer kann es denn, Alter? Ich glaub's auch, Alter. Auf jeden Fall, 2,1 Sekunden braucht sie zum Nachladen. Finde ich richtig gut. Und zudem hat sie ein eigenes Icon anstatt von der Scarlight. Von der normalen Scarlight. Ist ja eigentlich die Scar Heavy als Kill-Symbol gezeigt worden. Oh. Ist als. Sorry, ich habe kurz eine falsche Taste gedrückt anstatt die K-Taste. Und zwar, hoffentlich fisch. Seht ihr das? Und zwar, da oben seht ihr es, dass die Scarlight, das Scarlight-Symbol mit einem L drin, das soll eigentlich von der Scar Heavy das sein, mit einem L. Weil anders hat es nichts zu bedeuten und so sind diese Hackers hier drin, geil. Machen mir überhaupt keinen Spaß wieder das Game. Ich hab doch lange nicht mehr gezockt, weil mir das einfach nur scheiße war. So, auf jeden Fall hat es ein eigenes Kill-Symbol und zwar, dass folgend aus, da oben rechts seht ihr. So sieht die Scarlight in Wirklichkeit aus oben. Hat nicht so einen Frontgriff wie bei der Scar Heavy, aber na schön. Warum die so faul sind, die Macher von Z8 Games? Ich weiß nicht. Okay, kommen wir zurück zum Review. Und zwar, ja, von dem Punkt Power her, also auf den Kopf macht ihr an die 5000. Nee. Macht ihr an die 100 Damage instant auf den Kopf. Auf den Körper macht ihr an die 31 bis 36 von der Close Range. Von der Close Range macht ihr auf die Füße dann 21, 20 Damage so. Es geht eigentlich, sie hat leider kein Full Wallbang. Also ist wirklich nicht so gut. Auf jeden Fall, was mir sehr, 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 sehr gut gefällt daran ist, dass sie endlich mal ein eigenes Kill-Symbol hat. Zwar ist es manchen nicht aufgefallen, mir jedoch, ich achte sehr auf die Details. Zudem, liegt sie ganz schön heller auf dem Boden, als ich sie in der Hand habe. Ich frage mich, wo hier Lichter sind, aber hier sind keine Lichter. Ganz geil. Zudem steht der Red Dragon drauf, ist ein Drache drauf. Und er wollte die Waffe grabben. Eigentlich sind es nicht viele Verschiedenheiten hingegen der normalen Scarlight. Nur eben halt den Skin, dass diese einfach hammergeil aussieht. Reload dauert auch nicht mal so lange, man kann damit echt gut schießen. Zwar wird sie als Loot-Waffe bezeichnet, jedoch finde ich sie nicht Loot-like, denn warum sollte sie Loot-like sein? Ich meine, es sind Waffen. Und ich denke mal auch andere benutzen die, wenn sie die gewonnen haben. Also warum soll man die im Storage liegen lassen, wenn man die gewonnen hat? Also, jo. 35 Munition in einem Magazin 205. Und ich denke mal, das war's. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Und ja, wenn ihr mich abonnieren würdet, genauso wie Gaming Archiv. Das war's, mein Account, aber geht schon klar. Ich bin einfach mal auf den Summer Crate, das wird sich sicherlich lohnen, denn da ist die Gewinnchance höher und ja, bis dann, du Henne, hau rein, bis rein und tschüss.